Vorbereitungen waren auch nötig, weil das, was jetzt kommt, eigentlich auch sehr ungewöhnlich ist. Ich habe jetzt im Foyer eine Ausstellung gesehen und die Ausstellung heißt Optische Überraschungen. Unsere Klavierjury war auch überrascht und hat nicht eigenen Augen und auch nicht eigenen Ohren geglaubt, als sie, dass unser nächsten Teilnehmer auf der Bühne sah. Das ist ein 5-jähriger Junge, Philipp Hahn. Und Philipp ist erst Ende April 5 geworden. Der spielt für Sie heute Variationen von Isaac Berkowitsch über ein russisches Thema. Philipp, ich weiß nicht, wo du jetzt im Saal bist, aber jetzt kannst du auf die Bühne kommen. Auch aus dem Salon de Kakao ein schönes Schokopräsent zusammengepackt.
für die jüngsten Teilnehmer dieses Wettbewerbs. Ganz herzlichen Dank. Toll, dass Sie es gemacht haben.